Hallo liebe YouTube-Zuschauer, willkommen zur nächsten Folge von Phalanx Streams mit Phantom Liberty Cyberpunk. So, guck mal da, was ist da passiert? Da hat sie auch was kaputt gemacht. Brauchen wir aber nicht scannen scheinbar. Oh, da leuchtet es komplett rot. Eine Knarre wäre mal nice, denke ich. Wobei gegen Songbird weiß ich nicht, ob wir da eine Knarre brauchen. Okay. Hm, ein Militech-Logo. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Such dir einen Terminal und verlink dich. Ich habe eine Vermutung, wo du bist. Da hinten ist auf jeden Fall Moon. Hier nehmen wir nochmal mit. Ammunition nehmen wir immer mal mit. Können wir nichts falsch machen. Such dir einen Terminal. Weißt, also sie macht alles kaputt, ja. Und dann heißt es, such dir ein Terminal. Gehen wir mal hier, nicht direkt runter. Sinushore, da ist der Terminal. Ich verlinke uns. Du bist in einer geheimen Militäreinrichtung aus der Zeit vor dem Data Crash. Sinushore. Die Daten werden entschlüsselt. Warte. Erinnerst du dich an diese Bree? Ihre Videoaufzeichnungen waren bestimmt von hier. Ein Geheimprojekt. Sinushore. Praktisch eine Cyberspace-Atombombe. Militechs Antwort auf Arasakas Soulkiller. Nur die nächste Stufe des Mega-Schwanz-Vergleichs von Megakonzernen. Somi hat diese Einrichtung erwähnt. Militech Netrunner sind hier ins sogenannte Deepnet eingetaucht. Auf der Jagd nach unkontrollierten KIs. Ja, sie hat es am Black Sapphire angesprochen. Irgendwas von wegen Jagd auf unkontrollierte KIs, oder? Man wollte sie durch die Blackwall locken, sie einfangen und zähmen. Und Songbird? Sie rennt nicht vor uns weg, wie? Sie will einen Permalink zur Blackwall. Aber die Daten haben sie. Ah, shit! Du verstehst es nicht. Immer noch nicht. Oder? Du wirst es auch nie. Nicht mich. Wie es sich anfühlt. Was denn? Sich selbst zu verlieren. Doch. Stück für Stück. Ich bin zu Reed verloren. Warst du das? Reed hat mir schon mal mein Leben gestohlen. Das lasse ich. Nicht wieder zu. Alles ist besser ohne ihn. Du willst nur einen Sündenbock, obwohl du diesen ganzen Scheiß verursacht hast. Würde Reed auch sagen. Sie haben dich belogen. Du ertränkst in den Fluten. Kreist verzweifelt nach jeder Rettungsleine. Soul, Myers, ihre Versprechen. Sie haben mir nicht geholfen. Sie werden dir nicht helfen. Okay. Vier Antwortmöglichkeiten. Du hast mir auch Hilfe versprochen. Gutes Argument. Du bist total paranoid. Einfach nur eine Beleidigung. Red ich mit der Blackwall oder mit dir? Das ist so ein bisschen rauslocken. Das Risiko gehe ich ein, trotz. So, also, ich würde sagen, du hast mir auch Hilfe versprochen und dich nicht dran gehalten. Bist total paranoid. Das ist natürlich schon wieder so eine geleckte Antwort, weiß ich nicht. Red ich mit der Blackwall oder mit dir? Das Risiko gehe ich gerne ein. Das hier. Weil es geht hier ja um unser persönliches Verhältnis. Du wolltest mir auch helfen. Das ist jetzt egal. Ist nicht. Wir wollen beide dasselbe. Und wenn uns jemand helfen kann, dann Reed. Reed
lebt in seiner eigenen Welt aus Halbwahrheiten. Oh, Scheiße. Komm schon, Songbird. Songbird? GPS-Signal verloren. Folge den Vektorspuren. Gehen wir mal da runter. So, nö. Gehen wir mal hier gucken. Blackwall-Spuren. Wo sind denn Blackwall-Spuren? Müssen wir hier da raus? Weiter im Backen. Hier sind wir doch hergekommen, oder? Meine ich das nur? Ach nee, wir sind da oben rausgefallen irgendwo, ne? Ja, von da sind wir gekommen. Okay, da sind Blackwall-Spuren. Feuerlöscher ist da, auf jeden Fall. Da drüben ist was. Was gibt's denn hier unten? Oh, hier kommt da bestimmt gleich ein Kampf irgendwie. Das sieht doch schon irgendwie so nach Kampf aus. Wir haben lange nicht mehr gegen so einen scheiß Roboter gekämpft. Gegen so einen krassen. Aber so krasse Gefechte kündigen sich eigentlich immer durch viel Munition an. Wieder diese seltsamen Spuren. Sie muss hier vorbeigekommen sein. Mhm. Das ist ein scharfer Kampf. Wie? Müssen wir ein bisschen Waffen verkaufen, dann haben wir mal wieder ein bisschen Kohle. Ich habe gerade gesehen, wir haben nur 5.000. Ganz schön wenig. So, hier ist auch noch Zeug. Sammeln wir einfach erstmal den ganzen Kram ein. Dann kann man mal ein bisschen was verticken. So, und ich würde sagen, damit fahren wir jetzt runter. Yep. Sperrgebiet. Ja, das klingt doch einladend. Sie hat uns komplett abgeschnitten. Sie oder irgendwas, was sie hier aufgeweckt hat. Und wir dringen fröhlich immer tiefer und tiefer ins Herz der Dunkelheit vor. Da fällt mir auch auf jeden Fall alles nicht. Sag mir bitte, dass du einen Plan hast. Ich habe keinen Plan. Der Plan bleibt derselbe. Wir helfen Reed. Das heißt, wir halten Songbird auf, bevor es kein Zurück mehr gibt. Ach ja? Und dann? Du und Reed, ihr reitet gemeinsam in den Sonnenuntergang? Oder eher in die nächste FIA-Klinik? Na klar doch. So, würde mich nicht wundern, wenn jetzt hier gleich irgendjemand... Was ist los? Sie ist hier. Sie verbindet sich mit dem Relic, aber... Sie ist nicht allein, glaube ich. Ist es die Blackwall? Johnny? John? Die Übertragung ist verständlich. Die Richtung ist los. Und jetzt? Spannend.
fuck? Okay, hier ist eine Tür. Das checken wir mal. Checke die Check. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Alter, da musst du natürlich auch Ultra Balls haben, um hier einfach so der in so einem Kerker hier nachzulaufen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man Implantate hat, ne? Aber so jetzt hier würde ich es nicht machen. Na klar, Tür zu Sektor 2. Gehen wir mal rein. Was zum... Mir Angst machen. Scheiße, was war das? Wer sind Sie? Songbird. Hört sich irgendwie nach einem Mech an. Oh, what the? Verfickte Rakete auf uns gefeuert. Unschuldige sind gestorben. Myers fast auch. Das war so nicht abgemacht. Songbird? Nennen wir es eine historische Notwendigkeit. Deinem Plan fehlte der Mut. Meiner war effektiv. Nicht krieg dich wieder ein. Was zum? Wir beide wissen ganz genau, dass du in die Ecke getrieben wurdest. Und bis ich bekomme, was ich will, bleibst du da auch. Bring mir die Daten für Sinnersure Mainframe. Dann und nur. Dann. Lässt du mich gehen? Songbird, alles okay? Diese Vision. Was zum Teufel war das? Ich meine, was? Vision? Unsere Verbindung. Fragmente meiner Erinnerung. Witzig. Die eine Person, die ich vertraute. Die mich versieht. Es war ein Anzeiger zurück. Ich hab mich gerade schon gewundert, weil ich mir dachte, Kredenzen ist doch Minus. Showdown? Wo sind wir denn hier? Sie sind hier. Da. Wohnbereich, Verwaltung. Serverraum. Sicherheitsraum. Okay, dann ist das hier der Serverraum. Kann man da noch irgendwas machen? Serverraum.
Nee. Sieht jetzt hier alles nicht so aus, als könnte man jetzt hier noch kurz was reißen. Was ist hier? Werkstatt. Sieht so aus, als bräuchte die Werkstatt selber mal eine kleine Reparatur. Okay, egal, wir gehen jetzt. Komm. Oh, Alter! Okay, wie muss ich das machen? Standard-Datenterminals in Bravo und Alpha. Also so ein Kreis und so ein Viereck. Hat das dann vielleicht was hiermit zu tun? Hier, guck mal. Da sind die nämlich dran. Ich muss dann doch wieder in den, ich muss doch irgendwie in den Serverraum rein. Und das war quasi hier. Weil es am Öffnen. Kriegen wir jetzt dann auf. So, und dann wird hier wahrscheinlich gleich irgendwie eine Tür zugehen. Deswegen gibt es hier unten eine Luke. Aber warum habe ich das jetzt gemacht? So, hier kommen wir benutzen. Zugriff auf Terminal. Datenterminal deaktivieren. Willst du mich nicht durchlassen? Hm? Dann schmeiß ich dich halt aus den Systemen. Das heißt? Sperrprotokoll ist aktiv. Remote-Kontrolle über Datenterminals. Mit dem Direct-Link. Achso, guck mal hier. So, 1CE9, 1C55, 1CE9, 1C55. Da sind wir doch. Ein Reindruck war doch klar, Mann. Scheiße. Songbird. Was war das denn? Sperrprotokoll ist aktiv. Vitek ist so gut gegen physischen Schaden geschützt. Gewalt bringt da nichts. Es muss eine andere Lösung geben. Vielleicht doch. Was? Was? Vielleicht was? Da, guck mal, was ist denn das? Da runterkriechen. Ah, guck mal, einfach mal so ein paar Stecker ziehen oder so. Nein, Songbird, ich bring das zu Ende. Data
Sie sollte sich opfern. Jetzt ist es zu spät. Ah. Oh. Holy fuck, Alter, wer ist denn das? Okay, Songbird rettet uns. Wo muss ich hin? Du versuchst, das Unverwundbare zu versuchen. Und jetzt? Was ist das für ein Gerätschaft? Okay, das war's. Juhu! Scheinbar müssen wir irgendwie wegrennen die ganze Zeit. What the fuck, Alter? Und da! So. Rauskriegen. Ich will da eigentlich nicht rauskriegen. Sie sollte sich opfern. Jetzt ist es. Okay, das lege ich jetzt nicht zur Seite. Mal da runterbleiben. Vielleicht sieht er uns nicht. Okay, doch keine gute Idee. Direkt tot. Okay, vielleicht auch nicht die beste Taktik. Gut. Okay, neuer Versuch. Ja, ist ja gut. Ich hab's schon rauskriechen, wegmachen das Teil und dann laufen. Ballern bringt da nichts. Einfach nur rennen. Komm, wohin? Ja, komm. Wisch. Fuck. Schieb zur Seite. Komm. Und weg. Ja, ich glaube. Okay, auf die Beine los. Zack, zack, zack. Komm. Das Ende. Wir sehen dich. Hier ist ein Splitter. Was ist das hier? Einschalten? Nee, so nicht. Weg, weg, weg. Hier runter. Ich will hier runter. Komm. Falsche Richtung. Hier. Boah, ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. So einfach. Ach so, um die Karte anzuzeigen. Wo bin ich denn jetzt? Scheiße. Jetzt komme ich hier raus und der steht direkt vorne oder was? Bis du aufwachst, hast du alles hinter dir. Mir ist krass schwindelig. Ich glaube, ich habe Angst. Was, wenn ich nicht besser werde? Die Narkose beginnt zu wirken. Alles gut, Zombie. Entspann dich. Guck mal, da bauen sie ihr den Rücken da ein. Siehst du das, Doc? So schön. Jetzt zähle von 10 runter für mich. 10, 9. Patientin ist sediert. Fangen wir an. Okay, pass auf. Also, wir haben hier. Auf links ist die Karte. Da drüben ist der Wohnbereich, Sierra.
Victor ist auf der anderen gegenüberliegenden Seite quasi. Das heißt, er müsste da drüben irgendwo sein, oder? Wir gucken nochmal hier raus. Ist das 5? Das ist rechts rum, ist Auge. Datenterminal Victor. Okay, Tür auf. Und schnell rennen. Das muss dann hier sein. Komm hier. Da hinten ist der Roboter. Direct Link, komm. Puh. Schnell, 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 schnell. 1C, 1C, 55 BD. 1C gibt's nicht. 1C, 1C. So, sehr gut. Ist installiert. Mach fertig den Kack. Finde Datenterminal Sierra. Okay, Sierra, Sierra, Sierra. Noch ein Datenterminal übrig. Oh, da komme ich doch her. Dieses Metallmonster nicht vorher erledigt. Leck mich am Arsch. Da kam ich doch her. Jetzt renne ich da echt wieder durch und zurück. Wieso kann der hier rein? Ach, kann der gar nicht. Okay, wir sind jetzt hier in Victor, kommen jetzt hier zur Tür raus und müssen dann einmal so quer rüber in die nächste. Ich habe keinen Bock mehr, Alter. Ist das hier? Nee, ne? Ist das hier? Nee, wir sind falsch, ne? Mach doch auf! Boah, Alter! Ich meine, am Ende scheiß drauf, ne? Wir können nur noch sterben. Macht er nicht? Hier vielleicht? Ja, ja. Ja, komm. So, mach zu, mach zu, mach zu. Ist hier Sierra? Ist hier ein Datenterminal? Ja, da, oder? Oh. 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 55 BD 1C 55. Quatsch. 55 BD 1C BD. 55 BD 1C BD. Okay, erledigt. Los, 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 los. Aber dass der Bastard noch weiterläuft.
Sektor unterliegt nicht Administrator-Kontrolle. Scheiße, Mann. Verbleibende Sperrmaßnahmen abgebrochen. Zwischensektorsperre deaktiviert. Durchgang zwischen Sektoren offen. Okay. Der Weg ist frei. Ich komme zu dir, Somi. Hier raus. Aber das war nicht der Weg hier. Da muss ich hin irgendwie. Das ist der Hauptgang. Oder hier. Falsche Richtung. Nein! Warum? Oh nein! Wir haben es doch geschafft! Was soll denn das? Warum ist der denn so krass? Warum können wir den nicht töten? Jetzt. Schnell mach wieder zu. Mach zu! Was soll das denn? Warum lässt du das denn auf? Versuch es nicht. Lauf, Forrest! Lauf! Was ist das hier? Ist das ein Tier für mich? Mach auf. Und schnell wieder zu. Oh. Hat mich fast erwischt. Auf. Mach zu. Zu. So, und jetzt? Was kann man hier machen? Nix. Okay, und jetzt? Finde Songbird-Spuren in den Tiefen der Einrichtung. Okay. Okay, hoffen wir mal, dass dieser Roboter jetzt sich das jetzt erledigt hat. Dann kann man nämlich mal wieder normal nachdenken. Alter. Krasser Shit. Da ist auch noch was Blaues. Da ist auch noch was. Gar nicht gesehen. Gucken wir hier nochmal rein. Krasser Bunker hier. Dass ich den neuen Vereinigten Staaten von Amerika treu dienen werde. So war mir Gott helfe. Oh, so war mir Gott helfe. Und jetzt? Lerne. Mach dich nützlich. Reed wird dir helfen. Und egal, was du brauchst, du bekommst es. Willkommen in der FIA. Mhm.
Hier lernen wir auf jeden Fall was über Songbirds Vergangenheit. Und was sie zu dem gemacht hat, was sie ist. Guck mal, das war in so einem Umgebungsgang, scheinbar. Weil hier das alles wieder. Ja, auch. Da aber nicht. Hat doch, klar, gewaltsam. Hörst du mich? Ich muss ganz in der Nähe sein. Bist du im Kern? Abschaltung können Sie Kerns im Notfall. Das lesen wir uns doch mal ausnahmsweise mal durch. Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz des Kerns von einer plötzlichen Trennung von der Infrastruktur und dem Netzwerk sieht die Abschaltung des Kerns für Notfälle Folgendes vor. Vor dem Ausschalten des Kerns müssen alle Subsysteme deaktiviert werden. Falls das Deaktivieren des Subsystems über die Konsole im Kontrollraum aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, muss jedes Subsystem über ein eigenes individuelles Terminal deaktiviert werden. Falls ein Terminal beschädigt wurde, muss der Administratormodus benutzt werden. Wenn diese Methode aus irgendwelchen Gründen fehlschlägt, können die Subsysteme manuell deaktiviert werden. Warnung, diese Methode ist nur als Notlösung gedacht, da sie das System beschädigen kann. Das war jetzt auch nicht so, ja. Okay, da sind wir hergekommen. Gehen wir erstmal runter. Finde den Raum mit dem Netzwerk. Das ist ein Raum, aber nicht der Raum. Okay, dann müssen wir vielleicht nochmal raus. Aus diesem Raum hier. Um in einen anderen Raum zu kommen. Was steht denn da oben? Nix. Guck mal da. Ein Eid? Ein Ausweis? Eine Münze? Was hast du mir da nur eingebrockt? Nichts, was du bereuen wirst. Außerdem werde ich immer an deiner Seite sein. Versprochen. Zwei Fragen. Leg los. Bereust du es? Ich meine, manchmal? Einmal. Ist lange her. Dann habe ich beschlossen, es nie wieder zu bereuen. Aha. Zweite Frage. Je ein Versprechen gebrochen? Einmal. Ist lange her. Seitdem nie wieder. Wird auch nicht mehr vorkommen. Vorsicht, ich verlasse mich drauf. Jedes Wägelchen fährt immer so irgendwie vor und zurück. Das scheint doch irgendwas umzumachen. Vielleicht von der anderen Seite? Da, hier, guck mal, das sieht gut aus. Nee. Dann doch Richtung Labore vielleicht. Mal auf hier. Oh, da drüben versteht wieder Story. Datenanalyse und Forschung. Oh, das gucken wir uns erstmal an. Oh, da hat sie irgendwas abgefuckt.
Neuralnetzwerksteuerung. Da wollen wir doch hin. Guten Tag. Stabilisatorsystem für neurale Verbindungen. Das brauche ich. Hier sind wir richtig. Hier gibt es noch Sachen zu looten. Wir nehmen alle mit. Was stand da? Abschaltsequenz des Kerns im Notfall? Das kennen wir doch jetzt schon, oder? Ja, das ist die gleiche Nummer nochmal. So, also benutzen. Über kürzliche Fehlfunktionen. Na, okay. Dringend über den jüngsten Vorschlag. Wir müssen lernen, wie möglich. Okay, das ist irgendwie nicht so wichtig alles, glaube ich. Das sind nur Informationen. Das möchte ich jetzt nicht lesen. Wir suchen den Terminal. Das Terminal heißt es. Entschuldigung. So, das Terminal ist hier. Zu viele externe Anfragen. Muss das irgendwie anders ausschalten. Und zwar schnell. Im Administrator-Modus stand da doch. Wo ist denn der Administrator-Modus? Da. Ah, das Stabilisatorsystem für neurale Verbindungen. Wieder dieses Scheißgerät, Alter. Dieser Schrottkasten wieder. Gar keinen Bock, Mann. Das ist einfach so das Schlimmste hier, Mann. Der ist doch schon wieder da. Mach doch auf. Die Belohnung ist eine Lüge. Was soll ich denn machen, Mann? Machst du jetzt auf oder nicht? Wo ist die Gerätschaft? Hier drüben rein. Komm, mach auf. Ah, hier komme ich nicht raus. Schöne Falle. Wo müssen wir jetzt hin? Für den Raum. Zentrale Datensteuerung. Experimentelle Prototypen. Was ist das hier für ein Raum? Ist das der? Zufällig zentrale Datensteuerung. Oh. Beobachtungsraum, experimentelle Prototypen. Datenanalyse. Nein. Ich will das alles nicht mehr. Oh, Freunde. Ist hier so Feuergefechte? Vollkommen okay für mich. Gar kein Problem. Null Angst. Null. Weiß ich nicht, wie man hier reinkommt. Null Angst, keine Probleme. Hauptdatenfestung, hier müssen wir hin. Aber sowas, wo man dann so wegrennen muss und so, ne? Und nichts, keine Möglichkeit hat. Furchtbar. Furchtbar. Hier, zentrale Datenfestungssteuerung. Komm auf. Scheiße, da hilft nur noch hohe Gewalt. So, zerstöre das Firewall-Gerät, um das Subsystem zu aktivieren. Wie geht das? Da. Ich höre den doch schon wieder, den Affen da.
Okay, Freunde. Pause. Da kommt er wieder. Hier ist jetzt auch eine Folge zu Ende. Okay. Also, liebe YouTube-Zuschauer, ich hoffe, ihr seid auch nicht... Also, euch geht's besser. Ihr seid nicht kurz vorm Herzinfarkt, so wie ich. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bleibt dran. Jetzt geht's direkt heiß weiter. Ja, also keine Pause. Also, haut rein. Tschüss, bis zur nächsten Folge.